Servus, grüßt euch und guten Morgen aus dem wunderschönen Allgäu. Ja, wir sind hier in der Nähe von Gunzersried, genauer genommen ist es Gunzersried-Säge. Und da sind wir am Fuße des Ofterschwanger Horns. Und da versuchen wir heute mal ein bisschen hochzukommen. Das hat ein bisschen Schnee und ist teilweise ein bisschen glatt natürlich. Gell? Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gell? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder mit dabei wärst. Gell? Also, auf geht's da. Das ist jetzt die Alm Altershöfli und von uns geht es da noch weiter. Ja, es ist machbar. Es ist nicht besonders vereist. Es liegt Schnee, da hat man ein bisschen Grip und ich habe die Grödel auch dabei, so ist es nicht, aber es hat schon was, geht schon ganz schön da hoch, ist nicht ganz ohne. So, jetzt hast du doch einige Platten unter dem Schnee gehabt und bin mir wieder ein bisschen nach hinten gerutscht. Da mache ich jetzt doch lieber die Grödel an, das ist sicherer. Hier, na, herrliche Aussicht von da oben. Haben wir ein Bänkli. Ja? Ja, und trotzdem geht's hinauf. Trotzdem geht's hinauf, die alte Bergziege, du. Ja? Eieiei. Okay. Da haben wir jetzt einen schönen Blick da. Auf den Hochgrat. Mit der Schläge. Sein Skifahrer, da geht's rauf. Und das ist ein bisschen eine diesige Luft. Ja. Und ansonsten einfach Kaiserwetter. Ne? Sagenhaft. Ja, da haben wir jetzt nochmal den nördlichen Kamm der Nagelflugkette da. Da ist jetzt da drüben ganz normal der Hochgrat. Okay. Da. Das Ding da, wo das massiv so rausschaut, das ist der Buralbkopf. Ja, da hat das Flache da hier, das ist, ja, flach ist gut gesagt, das ist der Sedrastulben. Die Spitze selber ist der Stulben. Nein. Da haben wir die Steinköpfle und da drüben, das ist Bärenköpfle. Ja. So. So, ja, und durch die Piste, da kommen wir jetzt nicht weiter hier. Wir müssten die ein paar Mal jetzt, vier oder fünf Mal, müssten wir sie jetzt überqueren. Ist aber, ja, nicht gerade erwünscht. Es sind auch Schilder da, dass man da nicht drüber gehen soll. Ist ja klar, da macht man ja die ganze Piste kaputt. Und deswegen laufen wir jetzt wieder Alternative. Das heißt, wir gehen ein kleines Stückchen zurück. Und dann gehen wir da Richtung da wieder runter und unten Richtung Gunzersriedersäge da. Ja, und auch hier beim Abstieg immer wieder ein bisschen Eis unter dem Schnee. Ist es doch gut, wenn wir die Grödel anlassen. Sind zwar manchmal ein bisschen lästig, aber ist besser so. Man laut sich leichter. Da haben wir jetzt einen Marterpfahl vor uns. Ne? Ja, gibt es auch hier. Ne? Im Wilden Westen. Ja, ist ja auch die Westflanke vom Ofterschwanger Horn. Da sind wir im Wilden Westen.
So, und jetzt sind wir hier an der Alpe d'Huez. Im Hintergrund sind ein paar Skifahrer, die wollen da jetzt Rast machen. Ja, der hinter mir, da wacht er wieder über das Allgäu. Der Wächter des Allgäu, der Gründen. Ja, der untergehenden Sonne entgegen laufen wir jetzt hier auf einer Stückle asphaltierten Talstraße entlang. Und das sind noch ja, jetzt circa so 2 Kilometer. Und hier in Grünze sind die Zäge. Da kann man auch zum Osterbachtobel laufen. Der ist hier auch ganz in der Nähe. Aber der ist momentan gesperrt wegen einem Felssturz. Und jetzt drehen wir hier noch eine Runde, eine kleine, durch Gunzesried-Säge. Da sind ja bloß ein paar Häuser hier verteilt, ist ja nichts besonders zu sehen. Kann. Machen wir jetzt einen Spaziergang, haben wir ja nötig nach dem Wandern. Na, einfach mal ein bisschen die Häuser so anschauen. Hier und da, hinter mir an dem Berg, da rodeln die Kinder. Ja. Jetzt haben wir hier eine kleine Infotafel, eine Karte, eine schöne. Da sind wir hier, Gunzesried-Säge, da sind wir also jetzt gerade. Und da hier, das ist das Ostertal. Ja, da fließt also der Osterbach durch und da ist auch dieser Osterbach-Tobel. Oder auch Ostertobel, sagen wir hier bloß, ne? Der da eben momentan gesperrt ist. Ja, und das war's dann mit unserer ersten Winterwanderung in diesem Jahr. Ja, es war wunderbar, mir hat es wieder sehr gut gefallen. Ja, und ja, also es war ja alles dabei. Ein schönes Panorama, ein toller Aufstieg auch, hat es ein bisschen in sich gehabt, hat Spaß gemacht auch. Und ja, und natürlich würde mich auch über Abo freuen. Ich freue mich da jedes Mal. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber jeder freut sich da. Und für heute soll es das einmal gewesen sein. Und dann sage ich in diesem Sinne nochmal Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt so gesund. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.